Ja, wir spielen jetzt das We Were Here. Schmack. Hey, Delta. Danke für dein Hosting, Delta. Auch schon lange nicht mehr gesehen. Hey, hey, hey. Hey, nee, wie können wir das denn überhaupt zusammen spielen, ey? Hier. Invite a friend. Room name. Schmeck. Und jetzt kann ich den René einladen, oder? Ah, schmeck, schmeck, schmeck. Oh. Ja. Ja, geil. Nice one, Floppy. Schmeck ist ab. Nice. Ich hab zwei Buchstaben geändert. Was zur Hölle passiert hier? Rage, wir starten ein neues Game. So, und wir haben keine Ahnung. Wir wissen nur, dass ein Spiel ist, was man zu zweit spielt. Und jetzt ist René da. Hallo René. Oder auch nicht. Und wir spielen das jetzt mit ihm zusammen. Ihr könnt uns beide hören und wir müssen hier irgendwie klarkommen. Und das ist jetzt gerade das Intro. Eine Schnee-Expedition. Durch eisige Kälte schritten sie voran, bis sie ein Kloster fanden oder etwas, was danach aussah. Rote Lichter erleuchteten den Weg. Sie betraten die Eingangshalle, doch plötzlich... René? Hallo? Moment. 1-2 Einstellung. Mouse Sensitivity is over the top of the mountain. Bisschen mehr Field of View ist immer geil. Audio Option. Voice Chat Volume. Ciao, oder? Ciao. Ja, ciao. So, jetzt gehe ich ins Discord. Und hol euch den René her. René, schmeck. Soundtest. Test, test. Top, top. Oh, sehr leise der René, oder? Schmeckcheck. Schmeckcheck. Ja, sehr leise. Moment. Schmeck, check, schmeck, schmeck. Ja, Moment, ich mach dich noch ein bisschen lauter. Oh, schmeck. Check, check. Check, check. Ah, das ist eine gute René-Lautstärke, oder? So. Check, check, schmeck. Ja, ich habe dich in-game übrigens unter Audio Options habe ich alles runtergefahren, ne? Das ist halt. Habe ich auch gerade gemacht. Okay. Boah, ist das ruckelig. Kann ich das nicht ein bisschen besser haben? Ich habe doch Vsync an. Und zwar konstante 60 FPS, aber es sieht ein bisschen verruckelt aus, oder? Ja, bei mir aber auch. Wird auch nicht besser, oder? Nee, ist auch ohne Vsync so. Ohne Vsync hast du halt 400 FPS. Nee, das fangen wir gar nicht erst an. Shit. Okay, legen wir los. Ich bin in so einem Raum, René. Ich bin eher Bibliothek. Du bist in einer Bibliothek? Ich habe so ein Arbeitszimmer, würde ich beschreiben. Ja, ich habe ein Walkie-Talkie gefunden. Schau mich mal um. Ja, okay. Ah, es gehört halt zum Spiel, dass man jetzt erst miteinander reden kann und dafür V drückt und so. Check, check, hallo. Ja, okay, das ist schon so ein Ding. Check, check. Hast du auch das Walkie-Talkie benutzt gerade? Hallo, hallo? Ja. Ja?
Ja, ich höre dich über Discord, aber ja, es ist halt eigentlich ein Spielelement, ne? Machen wir uns das gerade kaputt? Ja, deswegen haben wir uns eben auch nicht gehört, weil wir das Walkie-Talkie noch nicht hatten. Ja, ist aber cool eigentlich. Aber ab jetzt ist es eh egal, oder? Pralinchen hat's schon gespielt. Ich mach mal einfach Discord weiter. Nee, sag mal Pralinchen, ab jetzt ist es egal, oder? Ab jetzt hat man das ganze Spiel durchgängig das Walkie-Talkie oder gibt's Stellen, wo man es verliert und aufgeschmissen ist? Weil dann müssen wir... Hat Pralinchen da schon durch, oder? Ja, guck mal, also Pralinchen, es ist ja ein Spielelement, dass man quasi die Walkie-Talkies jetzt findet und jetzt miteinander reden kann, so, ne? Und wir reden ja jetzt über Discord, ne? Und kommt in dem Spiel nochmal eine Stelle vor, wo zum Beispiel man das Walkie-Talkie irgendwie verliert und dann ist man aufgeschmissen und dann könnten wir ja trotzdem über Discord miteinander reden und das wäre ja Mist. Also kann man ab jetzt das ganze Spiel lang miteinander reden und wird es nicht mehr zum Spielelement, dass einem das weggenommen wird? Nein, ja, nein, schreibt sie. Ja, ja. Immer da, okay. Ja, dann ist egal, dann können wir spielen. Okay, René, sag mal, wo bist du? In einer Bibliothek? Ja, irgendwie in so einem Arbeitszimmer. Ja, sag mal, kannst du mal ein Buch suchen mit komischen Symbolen? Weil ich habe hier so eine Wand. Weil da sind komische Symbole, Mann. Muss ich den Stream ausmachen, damit wir uns das erklären, oder? Ja, wahrscheinlich, ja. Sonst ist es relativ... Also, du kannst ihn minimieren, das würde ich bevorzugen. Gib mir gerade eine Sekunde, bei mir spielt gerade das Spiel verrückt. Wir können in der Zeit ein bisschen bouncen. Jetzt geht's. Ah, okay. Tät runter. Ja, okay, Moment, ich gebe euch noch einen kleinen Soundfix. Minimiere ich dich, damit ich dich trotzdem höre. Ja, das habe ich nicht gewusst, Leute. So, Moment. So, dann machen wir nochmal René Soundcheck. Schmeckcheck. Ah, René ist weg. Okay, zurück auf Standards. Deswegen habe ich dich über Discord nicht gehört. Nee, machen wir ja nicht, Schattenherr. Machen wir nicht. René, Schmeckcheck. Mac-Check? Hörst du mich noch? Ja, hört ihr René in einer angemessenen Lautstärke? Gib mir gerade eine Sekunde. So. La-di-da-di-da. Wollt ihr so lange mit mir bouncen? René? René? Hörst du mich? Ja. Du mich auch? René, du Schmecker! Ist das Game eigentlich hell genug für euch? Seht ihr von hier die Wand gut oder ist es einfach abartig dunkel für euch? Kann sein, dass sie abartig dunkel ist, ne? Ah, jetzt höre ich dich. Okay. Der hat dein Discord ihm warum auch immer aufs Headset gelegt, obwohl ich gar kein Headset angeschlossen habe. Okay, pass mal auf, ich habe ein Problem. Ja? Ich bin hier in so einem Raum, der ist 100% ungemütlicher als der Raum, in dem du bist, wenn du schon in einem Arbeitszimmer bist, wahrscheinlich mit Schreibtisch und Stuhl und so, oder? Kein Stuhl, aber Tische, ja. Große Fenster, bunt, mit Mondlicht. Bei mir steht mit roter Farbe an die Wand geschmiert, The answer lies. Was auch immer das, ja, heißen soll. Und dann habe ich hier halt irgendwie eine Wand voller Symbole. Ganz viele Symbole. Und du müsstest halt jetzt mal, kannst du mal bitte ein Buch raussuchen? Wo hier diese Symbole? Ne? Oder vielleicht ein Buch mit Symbole, bitte? Du verschmeckst mich. Nee. Hier sind überall Symbole drauf. Nein!
Und dann hängt ja auch noch ein großes Plakat mit dem allsehenden Auge oben drüber. So Pyramide, Auge in der Mitte. Wo dann den einzelnen Symbolen Augenfarben zugeordnet sind. Oh nee. Ich habe auch Augenfarben. Ich habe blau und grün irgendwie. Blau, rot, grün habe ich hier auf der Tabelle, ja. Ja, rot habe ich einfach nicht. Aber die sind bei mir ganz oben in so Ecksäulen. Das hat überhaupt nichts. Okay, guck mal nach zwischen. Gibt es ein zwischen blau und grün bei dir? Zwischen blau und grün? Ja. Meinst du sowas Gemischtes, oder? Nee. Weil bei mir ist, also ich habe eine Wand, da sind Symbole drauf mit Steinen und die kann ich, glaube ich, anklicken. Mhm. Und rechts und links von dieser Wand sind Säulen. Und auf diesen Säulen sind zwei Augen. Eins ist blau, eins ist grün. Das heißt, zwischen diesen zwei Augenwänden ist die Symbolwand. Ja, genau so ist es bei mir auch aufgelistet. Rechts und links quasi Augenpaare und in der Mitte also Doppelreihe mit Symbolen. Genau. Und jetzt brauche ich Symbole. Pass auf, wir fangen an mit so einem Symbol. Also, ja, oder hast du vielleicht die Lösung? Oder ich muss dich gar nicht da. Weil ich kann ja alle Steine klicken, aber. Aber, ja, welche muss ich anklicken? Was sind denn da für Symbole? Also Symbole habe ich hier. Ich fange mal jetzt einfach mal oben links an. Da hast du quasi ein. Wie soll ich das beschreiben? Eine Rutsche wäre das, glaube ich, ganz gut. Steiler Anstieg und dann quasi so leicht wellenförmig, wie so ein bisschen wie ein A. Ah ja. Aber der Strich in der Mitte dann quasi. Die Rutsche habe ich. Die, was? Ein T? Also quasi ein A mit dem Strich in der Mitte, aber dann in der Mitte nochmal einen nach unten. Quasi A und T gemischt. So. Weißt du? Und da habe ich auch nur nochmal das nur mit dem Anstieg und dann diese Rutsche da hinten dran. Ja, das, also okay, das AT habe ich. Das TA, also das AT habe ich. Mhm. Ist das das erste Symbol oder was? Das ist das erste bei mir jetzt oben links auf diesem Plakat. Okay, und dann? Dann, rechts daneben habe ich so ein, quasi wie ein großes T, nur dass obendrauf so ein, weil wenn du einen einfachen Vogel malst, einfach so eine geschwungene Doppellinie. Ja, das habe ich auch. Aber wenn ich das anklicke, also ich klicke mein AT-Ding an und es fängt an zu leuchten. Und wenn ich das T mit dem Vogel, das Vogel-T anklicke, dann hört mein A auf zu leuchten. Also das ist Bullshit. Also ist das nicht die richtige Reihenfolge anscheinend. Ja, bei mir ist das blaue Auge rechts und das grüne Auge links. Okay. Bei mir sind beides blaue Augen. Zugurteilt. Obwohl, das ist auch nochmal als rot. Auch rechts sagst du blaues Auge. Ja. Mit dem AT. Ah. Links ist ein grünes. Ja. Dann hab quasi so eine Reihe gibt es bei mir auch. Da ist AT rechts mit blauem Auge. Ja. Und dann habe ich links quasi einen Stern mit einem Kringel um den Konvergenzpunkt. Okay. Also nicht ein X, sondern wirklich ein Stern mit einem Kringel. Das war richtig. Das war richtig. Also zuerst das Sternchen mit dem Kreis und dann das AT. Genau. Und jetzt die Tür offen und ich kann hier durch. Komm ich jetzt zu dir? Ach du Scheiße. Oh nein. Ich schau mal, ob ich hier noch. Weil hier liegen so viele Bücher rum. René? Ich bestimmt auch noch vor, ja. Ich bin im nächsten Raum. Ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht. Ich habe gerade eine Karte gefunden. Eine Karte? Mhm. Was ist denn für eine Karte? Eine Karte von irgendeinem Flur. Mit ganz vielen Abstellräumen, Treppen. Und einem quasi Nordstern. Also diesem Navigationsstern, weißt du? Schon mal was von einem Adlerkatzenhühnchenesel gehört? Adlerkatzenhühnchenesel? Ja. Nee. Ja, hängt hier halt nur so ein Bild, ne? Also. Ich habe hier eine Filmrolle gefunden. Hab gedacht, das ist vielleicht.
Ja, also es geht weiter und ich habe hier Symbole übrigens. Was eine Überraschung. Ja, also hier ist eine große Tafel mit Symbolen, aber das sind ganz andere Symbole. Das gerade eben war mehr so Runenzeug und das sind jetzt so kleine Bildchen. Hier haben wir eine, so was wie eine Rose, eine Schildkröte und eine schreiende Papiertüte. So Sachen. Eine Rose, eine Schildkröte und eine schreiende Papiertüte. Ja. Ah! Hast du die schreiende Papiertüte? Nein, hier ist gerade eine Tür aufgegangen. Die war eben nur abgeschlossen. Ach so, im Spiel. Ja, im Spiel. Und die ist damit mal aufgesprungen, wie ich mich da genähert habe. Geil, okay. Geh mal bitte da rein. Da geht bestimmt was ab. Wow. Es verschieben sich ja noch Wände. Hier ist ein Schalter. Alter, okay. Ich guck mir gerade mal kurz in meinem Raum hier noch an. Ja, mach in aller Ruhe. Ich hab ja immerhin die Adler, Katzen, Hühnchen, Esel. Ah, hier ist jetzt auch der Projektor, wo ich die Filmrolle einlegen kann. Vielleicht habe ich da deine Symbole. Wow! Die Map leuchtet. Also die Karte, die ich eben hatte. Ja, wie geil. Ich will auch eine leuchtende Karte. Das sind jetzt auf einmal rote, grüne, blaue und weiße Striche und Kreuze und so mit Pfeilen. Nicht unbedingt der Scheiß, den ich brauche. Nee, ich gucke weiter. Ich beeil mich. Oh, shit. Jetzt komme ich hier nicht mehr raus. Was soll das? Achso. Schreiende Papiertüte. Schreiende Papiertüte. Ich schaue. Also irgendwie kann ich die jetzt von der Wand wegnehmen, die Dinger. Und ich kann die bestimmt irgendwo einsetzen, aber... Alter. Oh. Nee, wir sind Anti-Spoiler-Leute. Ballönchen. Ey. Wieso geht meine schreiende Papiertüte immer wieder verloren? Ach so, hier sind... Ich brauche drei. Drei müssen die richtigen sein, René. Drei von diesen Dingern müssen die richtigen sein. Ne? Okay. Das Problem ist, dass ich glaube, das Spiel irgendwie ein bisschen buggy ist. Ich kann die nicht bis hier hintragen. Doch, jetzt geht's. Aber es ist ein bisschen buggy. Ich kann nichts. Ich kann es nicht gescheit tragen. Die verschwinden ab und zu. Deswegen brauche ich auf jeden Fall die richtige Lösung. Ich kann hier nicht einfach random Stuff einsetzen. Ah, ich habe jetzt die Runen gefunden, die du meinst. Glaube ich. Okay. Davon, ich muss drei. Ich brauche drei. Nur drei. Ja, die sind immer hier in Dreierkombination. Ja, und was ist jetzt mit dem Adler, Katzen, Hühnchen, Esel? Adler, Katzen, Hühnchen. Weil das Bild von dem Adler, Katzen, Hühnchen, Esel hängt über. Also, das hat nichts mit den Runen zu tun, verstehst du? Die Runen sind da an der Wand. Das immer in Kombination. Genau, da ist, okay, diese Runen sind die eine Sache, ja? Das ist die eine Sache, davon brauchen wir drei Stück. Aber ich schätze, der Hinweis darauf, welche drei es sind, könnte sein, dass dieses Bild ist. Weil da ist eine Tafel, da muss ich drei Stück davon einsetzen. Und oben drüber hängt ein Bild, ne? Also da ist so ein Tier, das hat Flügel, wie ein Adler. Das hat einen Totenkopf. Körper wie eine Katze, vier Beine, die Vorderbeine sind ein Chicken und die Hinterbeine ist so eselmäßig oder stiermäßig. Ja, den habe ich hier zweimal hängen, glaube ich. Warte, das ist das ganze Vieh mit einem Ziegenkopf. Ja, und mit einem Totenkopf? Ziegenknopf und Schneckengerücken. Schnecke? Ah, da. Doppelt gefiedert, hinten so Esel-Pferdemäßig. Ohne Chick-Totenkopf. Ja! Genau, und da. Was ist da drunter habe ich ein Schild mit drei Symbolen. Genau, das brauche ich. Das erste würde ich beschreiben als eine Box mit Angelhaken. Eine Box mit Angelhaken? Quasi eine auf dem Kopf stehende Box, so hoch, rechts, runter. Und da drin dann oben so ein Kreis mit Kreuz und dann so ein Schnörkel in der Box. Ah, ja. Das ist das Erste? Das ist das Erste. Und das Zweite? Das Zweite ist... Warte, das Spiel dreht schon wieder durch. Ja, alter Bacon Boy, sieht es nicht aus wie eine schreiende Papiertüte oder was? Die brauchst du aber nicht. Achso,
hier los? Warum dreht sich die ganze Zeit mein Spiel? Junge! Oh, mein Headset ist tot. Oh, ich hab keinen Akku mehr. René? Ja. Sekunde. Ich hab keinen Ton mehr. Jetzt habe ich wieder Ton. Du willst wissen, was das zweite Symbol ist. Ja, wir spielen aber gerade We Were Here, der erste Teil. We Were Here 2 ist, glaube ich, der zweite. Ja, das zweite Symbol, ey. Das zweite Symbol ist quasi ein Kerzenleuchter. Ja, den habe ich. Moment, es gibt zwei Kerzenleuchter. Einer hat oben Kreise drauf und einer hat oben Rauten drauf mit Spitzen. Du brauchst den mit den Kreisen. Okay. Schmeck. Hab ich. Und jetzt? Und dann brauchst du, hätte ich jetzt gesagt, eine Ehre. Also so eine Kornähre. Ehre, Bruder. Nicht Ehre, Ehre. Schon klar. Yes! Das war richtig. So, jetzt bin ich im nächsten Raum. Und der ist, was ist denn das hier? Dann müsste er sich ja bei mir jetzt gleich wieder irgendwo eine Tür öffnen. Oh nee. Ja, Mann. Da ist die nächste Tür offen. René, wir müssen uns beeilen. Bei mir steigt das Wasser. Brody, bei mir steigt das Wasser. Oh. Auf keine Zeit. Okay, was hast du jetzt? Steigendes Wasser. Jede Menge Ritterrüstung. Ja, und? Junge, es gibt hier drei Fenster, drei kleine Fenster. Vor einem steht gar nichts, vor einem steht ein Tisch mit einer blauen Tischdecke und vor einem stehen Holzkisten rum und da kann ich reinklettern. In die Holzkisten, okay. Nein, in die Fenster. Und eins wird mich wahrscheinlich vor dem Wasser retten. Oh toll, jetzt habe ich hier drei, ich bin jetzt auch im Raum voller Wasser. Ja, Junge. Drei Rohre mit drei verschiedenen farbigen Rädern. Irgendwas hast du gemacht. Was hast du gemacht? Das war richtig gut. Ich habe hier Ventile geöffnet und geschlossen. Ja, das war perfekt. Bei mir ist das Wasser weg und die Tür in den nächsten Raum ist auf. Okay. Oh, schlecht. Ich habe hier einfach zwei Ventile gedreht und mal kriegt einen Erfolg. Danke. Muss ja irgendwas richtig gewesen sein. Ja, das war geil. So, pass mal auf, hier ist so ein... Das ist doch ein Bodenschalter, oder? Ja, jetzt bin ich in so einem richtig eng beschissenen Flur. Okay. Nee. Kann hier eigentlich weiter. Bring down the guiding light steht jetzt hier. Alter, jetzt gibt's richtig viel Optionen für mich. Ich kann jetzt. Jetzt ist hier viel. Also ich kann. Ach du Scheiße. Ich glaube, ich bin in einem Labyrinth. Okay. Ja, das ist ein bisschen scheiße. Stehen bei dir irgendwelche Hinweise? Ach du Scheiße. Ja, jetzt gibt's bei mir auch ganz viele Ritterrüstungen und Tische. Ritterrüstungen. Boah, keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung. Da ist irgendwas weggekrochen gerade. Okay, bei mir wird's gerade leicht gruselig. Wolltest du ein Horrorspiel? Hier ist jetzt ein Hund, ein Gemälde von einem sabbernden Hund an der Wand. Aber ich weiß nicht warum. Ja, okay. Ich hab mir gerade ein Gemälde angeguckt und ich komme jetzt nicht mehr aus der Ansicht raus. Hattest du nicht noch eine Karte oder so, Mann? Ja, da wollte ich gerade hinlaufen. Ich komme aus dem Gemälde nicht mehr raus. Ich weiß gar nicht, wie ich zurückkomme. Ich habe mich schon in dem Labyrinth verlaufen. Drück einfach mal Escape. Das ist die Lösung aller Dinge. Okay, habe ich zwar eigentlich schon 30 Mal, aber jetzt ging's. Ja, weil ich es gesagt habe. Ja, aber schon daran wird es liegen, ne? Ja, hast du die Map? Ja, weil ich glaube, ich bin in einem... Ja, die Map muss die einzige Lösung sein, weil sonst kam ich hier nicht durch. Krasses Labyrinth, Mann. Also, wo stehst du? Ja. Am Anfang.
Da ist so ein Kompassstern auf dem Boden. Weißt du, was ich meine? Mhm. Hast du auch einen Kompassstern? Ja, habe ich. Norden, Süden, Westen, Osten. Ja, also Norden wird wahrscheinlich der rote sein. Bei mir ist es alles einfarbig, bis auf einen Schmecker. Und der ist rot. So, also ich weiß jetzt auch, welche Richtung welche ist, ja? Mhm. Und jetzt musst du mir sagen, wo ich lang muss. Ich stehe genau auf dem Ding halt. Mac. Also ich weiß, wo der Eingang ist, ich weiß, wo der Ausgang ist. Ich weiß aber nicht, wo du langkommst, weil die sind... Das sieht so aus, als wären das verschiebbare Wände. Okay. Ja, aber... Quasi bist du noch ganz am Anfang, wo du reingekommen bist, oder ja, hast du dich schon verlaufen? Nee, jetzt bin ich wieder am Anfang. Wenn du quasi geradeaus gehst, was hast du dann? Ja, eine Wand. Da steht, bring down the guiding light. Ich kann nur nach rechts oder nach links. Okay, dann gehen wir nach links. Ja. Dann müsstest du über eine kleine Treppe oder so in einen Raum kommen, in so einen Lagerraum oder so. Ja. Wo da auch nur eine Treppe wieder rausführt. Ja, genau. Die nimmst du da immer? Ja. Und dann müsstest du wieder auf so ein T-Stück zukommen, links mit einer Treppe? Ja. Und dann gehst du rechts und dann wieder links? Ja, aber jetzt ist hier ein verschlossenes Tor vor mir. Verschlossen, das heißt, die zugemalten Dinger sind verschlossen, alles klar. Dann gehst du mal wieder zurück zum Eingang? Ja, ich gehe zurück zum Eingang. What the fuck? Und dann gehst du anstatt links rum, rechts rum oder wieder rechts rum. Über eine Treppe müsstest du wieder in so einen Raum kommen. Okay, ich gehe jetzt rechts rum. Und dann, was? Und dann soll ich, also wenn ich rechts rum gegangen bin, kommt dann wieder eine rechts rum Winkeltreppe oder was? So. Genau, da müsste wieder eine Treppe kommen. Ja, okay. Und jetzt? In dem Raum ist bei mir ein blaues Kreuz. Ah, da ist der Hebel, Mann. Das ist einfach der Hebel für das Tor, vor dem ich gerade stand. Ah, okay. Blaue Kreuz war der Hebel für das blaue Tor. Das heißt, dann müsste jetzt quasi das andere Tor geschlossen sein und das, wo du eben vorstandst, offen. Ich weiß nicht, was bei dir das andere Tor war, aber das blaue Tor, wo ich gerade war, ist offen. Da wärst du jetzt gleich hingekommen. Ich bin jetzt zurückgegangen zu da, wo ursprünglich vor mir das Tor zu war. Da konnte ich jetzt durchgehen und bin ich durchgegangen. Da müsstest du jetzt ein Tor mit einem grünen Hebel, also einen grünen Hebel haben. Ja, der grüne Hebel ist ganz rechts jetzt in dem Raum hier. Ja, direkt neben der Treppe. Ja, die da weiterführt. Mehr oder weniger. Ja, genau. Den musst du betätigen. Hab ich. Dann musst du jetzt wieder zurück zu dem blauen Hebel. Really? Ja. Yeah. Du musst hier quasi, du hast hier einen blauen, einen grünen und einen roten Hebel, der die Wände betätigen. Und vor dem Ausgang ist eine rote zur Wand. Deswegen musst du jetzt erst wieder zurück zu dem blauen. Okay. Weil da eine grüne Wand den Zugang zum roten Hebel versperrt. Okay. Ja, weil das so lange Laufwege sind, möchte ich das ganz kurz mal, gib mir mal eine Sekunde. Ja, mache ich. Das sind relativ lange Laufwege. Das möchte ich halt auch irgendwie gescheit machen für den Stream, ne? Da muss ja... Ja. Kunde. Gib mir eine Sekunde, Leute. Ich muss die ganze Zeit hier die Treppe wieder hoch und runter laufen, weil die Markierung auf der Map nicht mehr. Also muss ich hier einen Schalter betätigen und dann tauchen die wieder auf. Und der Schalter hat so eine weiße Lampe drauf. Das meine ich vielleicht mit diesem Bring Down the Light. Ja, sieht schlecht aus, René.
Warum sieht das schlecht aus? Es ist ein blaues Tor. Es ist halt zu, Mann. Welches blaue Tor? Ja, ich bin voll aufgeschmissen jetzt. Da, wo ich wollte doch zurück zu dem blauen Schalter. Ja. Oder war der hier? Ah, nee, ich bin beim blauen Schalter. Okay, sorry. Jetzt lege ich den wieder um. Genau. Und dann gehst du quasi aus dem Raum wieder raus. Und dann rechts rum dem Gang folgen. Dann müsstest du wieder durch ein Tor kommen. Ja, das ich ja jetzt nicht mehr sehen kann, weil es ja offen ist, aber ja. Genau. Und dann, wenn du an dem Tor vorbei bist, dann geht quasi rechts auch wieder eine Treppe. Ja, da bin ich. Dann kommst du in so eine etwas größere Halle, müsste das sein. Ja. Oder so ein etwas weiterer Gang. Und dann rechts geht auch wieder eine Treppe lang. Ja. Am Ende des Raums. Ja. Aber eine geradeaus, ein Gang links und rechts auch eine Treppe. Ja, ja, und da ist ein rechts über die Treppe in den Raum, da ist der rote Hebel. Und was mache ich mit dem? Ziehen. Habe ich gemacht. Das heißt, dann ist der Ausgang jetzt offen. Jetzt kommst du von dieser Seite aber nicht mehr rein. Das heißt, du läufst wieder zurück zum blauen Hebel. Ach so, zurück zum blauen Hebel. Sehen die Wege immer so kurz aus. So, ich bin beim blauen Hebel. Den ziehen. Ja. Dann zurück zum grünen Hebel. Zurück zum grünen Hebel. Ja. Den dann auch ziehen. Ah ja, okay, ja, hab ich. Und dann müsste es jetzt quasi links neben den grünen Hebel eine Treppe rauf oder runter, das kann ich hier nicht sehen. Ja. Und dann müsste direkt links eine Doppeltreppe kommen. Wahrscheinlich geht eine hoch, eine runter. Nee, es gehen beide hoch. Okay. Aber eine ist halt einfach leerer Mist. Und die also andere geht die weiter. Die linke musst du nehmen. Ja, die rechte kann man auch gar nicht nehmen. Das ist einfach Schrott. Yay, wir haben es geschafft! Vor der linken war halt noch eine Wand. Deswegen dieses ganze Tier. Wir haben es geschafft! Hey. Mr. Devil, ich wünsche dir einen schönen Tag auf der Arbeit, mein Freund.